Hallo und willkommen zur Finalrunde der Schloss Salgas Open, gesponsert von Discmania. Genau, wir haben die Finalrunde, die Lead Card. Mein Name ist Tom Wendt und neben mir sitzt der Lukas Klingbeil, moin. Ganz genau. Genau, hier sehen wir die Scores. Momentan ist es relativ eng, alle innerhalb von 3 Würfe. Wir haben den Timon, Carlis, Christian und Tobias. Jetzt kommen wir schon zur Bahn 1. Willst du die vorstellen? Klar, wir fangen an mit einer Par 3, 110 Meter. Dadurch, dass Golfstadt war, war das auch für alle Spieler und Spielerinnen die Bahn 1. Man muss erstmal einen schönen, langen, geraden Wurf rausziehen. 13:50 Uhr, mehr nach dem Announcement. Es ist soweit. Wir begrüßen die Lead Card der Open Division. Holt halt führend. Mit minus 9 der Vorjahressieger von der Birdie Production Calden. Sponsored von Inside the Circle. Timon Heise! Ja, hier sehen wir Timon, der Sieger des Vorjahres. Nicht ganz überraschend, dass er wieder jetzt auf der Leadcard sogar als Führender aktuell in die Runde reingeht. Es ist einfach sein Kurs, kann man sagen. Und er wirft ein bisschen hoch, hat hier diesen ersten Baum, den man eigentlich missen will, egal ob links oder rechts rum, erstmal mitgenommen. Ist aber nicht der schlimmste Fehler, den man machen kann. With minus 8 yesterday, representing Disc Golf Club Hamburg, Carlis Mikkelsen! Würdest du sagen, das ist eher eine Backhand-Bahn oder Vorhand? Wir werden jetzt sehen, was die Leute auf der Leadcard machen. Ich habe es bisher immer mit dem Sidearm gespielt. Wenn man die Länge hat, ist es schon eine lange Bahn. Geht das? Ich glaube aber, die meisten spielen wirklich die Rückhand. Ja, Carl ist hier leider ein bisschen zu flach. Auch nur 2 Würfe hinter der Führung. Immer noch safe in der Mitte. Vom Tonsportverein Krebenstein. Ebenfalls sponsert von Inside the Circle. Christian Plaue! Ja, Christian Louis Plaue. Auch auf dem Skins, was auch rauskommt, noch zu sehen. Hat es auch auf die Leadcard geschafft. Den Namen kennt man ja in Deutschland. Auch er spielt eine Rückhand. Ja, der sieht nicht schlecht aus. Genau, der hat es bis auf diesen Hügel, wo dann eben der Korb draufsteht, geschafft. Und das sollte minus ein Putt Birdie sein. Auch immer noch im Rennen um den Sieg. Von den Barney Boys aus Rostock. Tobias Voss! So, auch Tobi spielt hier die Rückhand, auch schön flach. Tobi kann ja auch ein bisschen weiter werfen. Auch er schafft es in etwa so auf die 10 Meter Linie, ein bisschen länger, glaube ich noch. Ja, wahrscheinlich noch im Circle 2, aber hat auf jeden Fall noch einen Putt. Genau, Carl ist hier jetzt direkt noch hinter dem Baum, aber spielt einen schönen Sidearm und sollte relativ nah am Korb liegen. Genau, die sollte auch noch oben sein. Das Ding ist, wenn man zu lange wirft, hat man auf der linken Seite dann Wasser. Das ist gerade für die erste Bahn wirklich ein sehr anspruchsvolles Green. Timon legt den schön an den Korb, genauso will man das. Man will eigentlich relativ wenig Stress beim ersten Part der Runde haben. Genau aus dem Grund wird hier auch abgelehnt. Und ja, hier müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, ich glaube, du hast ja mitgespielt, ne? Also ich habe den Kurs noch nie gespielt. Genau. Ist der dieses Jahr ähnlich als letztes Jahr oder sind viele Veränderungen im Layout? Also erstmal schade, dass Louis da nicht direkt den Putt verwandeln konnte, dafür schöner Putt von Carlis. Ich habe ihn nicht oft gesehen, aber ich glaube, der puttet generell ziemlich gut. Im Jahr davor gab es, glaube ich, 3 Bahnen mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 18 Bahnen. Da wurden ein paar Bahnen rausgenommen und vereinzelt wurden ein paar Bahnen leicht verändert. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist das Layout sehr ähnlich. Jetzt kommen wir schon zu Bahn 2. Okay. Tom, willst du die machen?
Jo, also die Bahn 2, 165 Meter Par 4. Man wirft erstmal auf so eine riesige Wiese raus aus der Lücke. Und dann befindet sich der Korb quasi ja, in so einem kleinen Wäldchen. Ich glaube, da sind hinten noch ein paar Mandos. Genau. Aber erstmal ein mehr oder weniger so weit wie es geht rausballern. Genau. Wie der Timon das hier jetzt gerade schön macht. Ja, also hinten haben wir dann später noch ein Double Mando, wodurch man noch durch muss. Da wird es dann ein bisschen präziser, aber am Anfang gilt es hier quasi erstmal diese Lücke zu treffen und nicht in den tiefer hängenden Ästen hängen zu bleiben, um erstmal möglichst viel Distanz zu machen, damit man eben einen sehr angenehmen Approach hat. Oh, der Louis trifft direkt einen von den ersten Ästen und ja, bleibt relativ nah am Tee noch liegen. Genau, das ist eigentlich der einzige Fehler, den man zuerst nicht machen will. Du brauchst wirklich erstmal die Distanz, weil zumindest um jetzt noch aufs Birdie zu gehen, ist es schon wirklich aggressiver Wurf von da hinten, weil du eben noch Distanz nachholen musst und durch das Double Mando kommen willst. Jetzt ist die Frage, ob Louis da ablegt oder drauf geht. Hier sieht man auch schon die Drop Zone, dieses Schild, was man zu Gesicht bekommt, wenn man dieses Double Mando, was man hier gut sieht, verfehlt. Timon. Ja, von hier ist es auch nicht mehr so weit, ne? Also, wenn es 165 Meter waren, hat er bestimmt jetzt nur noch. Also weniger als 60 auf jeden Fall. Genau, es ist so ein 40-50 Meter Approach für die meisten. Dieses Gebüsch, wo Kalis jetzt reingeworfen hat, das war, meine ich, Relief. Da geht man dann einfach ohne Strafwurf zurück. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches. Ansonsten dürft ihr uns gerne in den Kommentaren berichtigen und korrigieren. Tobi mit einem schönen Jumpert Approach. Und ja, Tom, also hier will man vor allem schauen, dass man eben nicht zu lang wirft, weil dahinter haben wir noch so einen ganz kleinen Bach. Der dann wieder OB ist. Heißt, ein bisschen Distance Control ist ja auch angesagt. Ja. War es eigentlich irgendwie sonderlich windig oder heiß an dem Tag? Wie waren denn da die Conditions? Das ist gut, dass du fragst. Jetzt muss ich überlegen, es ist wie gesagt eine Weile her. Schöner Part, Timon. Es kann auf jeden Fall durchaus ein bisschen windig werden. Wir hatten Glück, dass wir größtenteils gutes Wetter hatten, zumindest in der Finalrunde. Ich muss aber wirklich gestehen, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich meine, wir hatten an einem Tag sogar eine etwas regnerische Wetterlage, während hier unsere Spieler alle auspatten. Und jetzt kommen wir schon zur Bahn 3. Die erste Par 5 von 2, glaube ich, auf dem Kurs mit 275 Metern. Eine meiner Lieblingsbahnen. Man muss erstmal einen Platzierungswurf vom Tee aus machen, weil ab dem zweiten Wurf geht es dann ein bisschen in den Wald rein durch einen langen Korridor. Timon versucht hier mit der Rückhand sich in Position zu bringen. Die geht aber relativ stark auf. Eigentlich will man hier ein bisschen weiter nach rechts, wobei da auch der Winkel entscheidend ist. Also ja, ich glaube, hier ist das Wichtigste einfach die Distanzkontrolle, ne? Dass man den Winkel für den zweiten Wurf behält. Genau. Also was man auf keinen Fall will, ist eigentlich rechts kurz landen, was ich dieses Jahr alle drei Runden gemacht habe. Da muss man direkt scramblen. Bei mir hat es sogar noch ganz gut geklappt. Das ist aber wirklich nicht der Wurf, den man machen will. Auch Kalis liegt jetzt hier. Schwer zu sagen von der Perspektive. Ich hätte jetzt vermeintlich gesagt, ein bisschen kurz, werden wir gleich noch sehen. Christian. Bisschen aggressiver. Ja. Rollt aber noch. Hat sich noch gut hingerollt. Man sieht diesen toten, abgebrochenen Baum. Da will man durch. Die paar Bäume, die da noch mit im Weg stehen, die muss man passieren. Und dann Distanz machen, um das Birdie angreifen zu können. Timon hat hier, glaube ich, eher ein bisschen safer gespielt. Hauptsache wieder gute Position. Ja. Ja, hat ausgesehen, als hätte er keinen guten Winkel gehabt aufs Fairway. Und Tobias, boah, der haut einen schönen raus.
schön. Macht hier auch recht gut Distanz. Ja, ich glaube. Da hinten sieht man dann schon den Korb. Ich glaube, Tobi hat noch in etwa 60, 70, 80 Meter bis zum Korb. Ja. Ja, okay, Christian hatte auch, war sogar fast ein bisschen zu weit, also. Genau, deswegen, also ja. Distanzkontrolle. Man will wirklich präzise sich quasi für den zweiten Wurf vorbereiten. Das entscheidet schon, ob man wirklich eine Chance fürs Birdie hat oder nicht. Kalis kommt gut durch. Wow. Das war schon sein dritter, nachdem er mit dem zweiten ein bisschen hängen geblieben ist kurz. Ja. Hat sogar noch einen Birdie-Putt. Ja, wobei ich glaube 20 bis 30 Meter sind das trotzdem noch. Hier sieht man jetzt Timon noch am Eingang des Tunnels. Er muss erst noch mal ein bisschen Distanz überbrücken und fadet hier leicht nach links aus. Ist aber an sich kein Problem. Von da kann man noch gut an den Korb spielen. Christian mit seinem dritten. Ja. Ich schätze, wie weit es noch ist. Ah, wie gesagt, also ich glaube, so gute 60, 70 Meter auf jeden Fall noch. Das sah sogar ein bisschen länger noch aus. Okay. Da muss man schon noch mal gut dran ziehen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man hier ein bisschen zu lang liegt, was eh in den seltensten Fällen passiert, weil man auch eben noch ein paar Guardian Trees vor dem Korb hat. Hier sieht man jetzt Timon, der Pin High links liegt, der auch noch durch ein paar Bäume durch muss. Oh. Ja, da muss er für sein Paar noch ein bisschen arbeiten. Definitiv, ja. Hier sieht man jetzt Kalis, okay. Mit dem langen Birdie-Putt. Ja, okay, liegt er noch nur hin. Genau, ist ein sicheres Paar. Kann man hier auf der Bahn aber auch nehmen. Es gab trotzdem genügend Leute, die hier schlechter gespielt haben. Wenn man aber ein bisschen Distanz hat, will man hier eigentlich schon das Birdie mitnehmen. Also ich habe mich immer geärgert, wenn ich es nicht genommen habe. Ja, Christian leider auch noch ein bisschen zu weit vom Korb mit seinem Upshot geblieben. Und ja, konnte kein Birdie mitnehmen. Timon, oh, schade. Das reicht leider nicht fürs Paar. Nachdem er eben auf Bahn 2 sich ein Birdie geholt hat, wird das sein erstes Bogey auf der Runde. Tobias, das war ein Birdie, ne? Genau, ja. Ja, schon das zweite für ihn nach Bahn 2. Guter Start. Oh ja. Ja. Auch Christian tappt den hier ein zum Paar. Und Kalis auch zum Paar. Okay, wir kommen zur Bahn 4. 78 Meter durch einen engen Waldtunnel. Ja, man will am Ende recht scharf nach links faden, aber als allererstes einfach die enge Lücke treffen, damit man ja einen Look haben kann. Genau, also das Fairway ist eng. Wenn man hängen bleibt, ist das Fairway oder ist das Rough, wo man dann liegen bleibt, ziemlich dicht. Von daher liegt der Fokus wirklich auf erstmal durchkommen. Wenn man was Stabiles nimmt, was am Ende eh Richtung Korb fadet, kann man sich vielleicht in Birdie-Position bringen. Ist aber ein relativ schwieriger Winkel. Genau, und beide Spieler haben jetzt ein bisschen überworfen, aber haben vielleicht noch eine Chance für einen Putt. Werden wir bald sehen. Ja, das passiert eben relativ schnell, wenn man das Fairway entlang wirft, dass man ein bisschen zu lang wirft, was aber auch kein Riesenproblem ist. Es gibt sogar eine Tiger Line, leicht links. Zumindest wenn man ein bisschen höher spielt, kommt man da auch durch. Das ist so die Linie, die oft gespielt wird, wenn man früh mit dem ersten Wurf hängen bleibt. So wie das bei Timon jetzt aussieht. Mal gucken, vielleicht sehen wir es gleich von Timon. Oh. Genau, ja, der setzt jetzt eben für diese Lücke mit dem Sidearm links oben an. Wenn man da gut durchkommt, sollte man in etwa beim Korb rauskommen. Okay. Ja, ich glaube, er trifft aber leider was. Ja, sehen wir leider nicht von der Catchcam. Ja, werden wir bald sehen. Genau, ja, Tobias hier jetzt aus dem leichten Rough, hat aber noch einen Putt. Das sollten so 15, 16 Meter sein.
Auch der Korb ist wieder auf einem ganz leichten, na, Hügel ist übertrieben, auf einer leichten Erhebung. Wenn man den Korb aber nicht trifft oder wenn man nicht so selbstsicher puttet, kann das nochmal für ein paar Reputs sorgen, die einfach Nerven kosten. Christian steht hier auf dem, ich glaube, es war ein Ameisenhügel, der hier extra markiert wurde, mit einem schönen Run. Wow. Fast. Den hätte ich gern drin gesehen. Okay, und das ist, glaube ich, Timo jetzt für sein Paar, ne? Genau. Nicht der Paar-Safe, den man, oder der Paar-Look, den man hier haben will. Aber ihr macht ihn eiskalt. Wow. Stark. Schöner Putt. Gut gerettet. Auch Christian für sein Paar. Sehr schön. Ja. Ja, manchmal sind so kurze Putts auf einen Hügel oder auf einen erhöhten Korb nicht die schönsten, aber... Ja, da darf man sich keinen Druck machen. Auch Kalis nimmt hier sein Paar mit. Somit, mit Tobis Putt haben hier alle Paar gespielt. Ist ein guter Durchschnitt auf der Bahn. Also Hauptsache keine Fehler machen. Ja. Es geht auch anders, wenn wir jetzt hier gerade zu Bahn 5 kommen. Paar 3, 90 Meter, auch eine Waldbahn. Zu den Bahnen. Wir hatten gehofft, dass wir ein paar Drohnenaufnahmen von den Bahnen hinkriegen. Das hat dieses Jahr jetzt noch nicht so perfekt geklappt. Deswegen gibt es hier nur die T-Signs, während Tobi hier ziemlich gut durchkommt. Wow. Legt den 5 Meter in den Korb. Genauso will man es tun. Ab nächstem Jahr haben wir dann eine Drohne und hoffentlich auch schöne Bahnaufnahmen. So viel dazu. Boah, Karl ist auch schön durchgestrahlt, wie es aussieht. Oh ja. Schön. Perfekt. Also Tom, ich glaube, du würdest da deine Pathfinder werfen, damit du es ein bisschen besser einschätzen kannst. Also da gibt es verschiedene Varianten. Ja. Da gibt es Leute, die mit dem Putter oder wie gesagt mit der Midrange durchwerfen. Christian Plauer versucht es wieder mit seiner Firebird, wenn ich richtig gesehen habe. Interessante Wahl. Ich glaube, Timon wirft auch eine Pathfinder, wenn ich mich nicht irre. Ja, der wirft die gerne und oft. Dieses Jahr auch mit ihm gespielt. Ich glaube, in der ersten Runde oder in der zweiten. Ich weiß nicht mehr ganz. Ja, bisschen hängen geblieben anscheinend, aber hat noch einen Look. Ja, hat auf jeden Fall ein einfaches Paar. Ja, es sieht auf jeden Fall aus, als könnte man eigentlich fast an jeder Bahn bis jetzt sehr leicht große Scores einfangen, wenn man früh weg vom Fairway ist. Also die Roughs sehen echt nicht einfach aus. Genau, also bei den Bahnen muss man committen. Man muss sich seine Linie, die man werfen will, festlegen und auch wirklich selbstsicher sein und nicht zu zaghaft. Ansonsten verliert man eigentlich oder gewinnt an Würfen, was man ja nicht will. Timon ein schönes Paar gesaved. Und hier im Hintergrund sieht man auch den lieben Felix an der Catchcam. Der und der liebe Tommy, die haben hier für uns gefilmt. Vielen Dank an euch nochmal. Ein riesengroßes Shoutout, dass ihr das gemacht habt. Vielen lieben Dank. Für die beide könnt ihr gerne mal ein Like und einen Kommentar da lassen, weil wenn die nicht gefilmt hätten, ich habe wie gesagt selbst gespielt, Tom war gar nicht da, gäbe es diese Coverage jetzt gar nicht. Von daher vielen Dank an euch Jungs, habt ihr super gemacht. Jo, und somit zu Bahn 6. Paar 4, 188 Meter, man will wieder mal aus einer Lücke raus, auf ein großes Feld quasi. Ich glaube, der Fehler hier ist, den Wurf zu weit geradeaus zu pushen. Also man will so weit wie es geht nach links faden, wie man hier sieht. Der ist gerade noch gut, weil danach geht es noch weiter nach links in eine zweite Lücke rein, wo der Korb sich dann befindet. Genau, ja. Also das Lustige ist, auf diesem Weg, den man kurz nach dem Teepad passiert, wenn man den weiter quasi nach links geht oder schaut, sieht man da schon den Korb. Aber man muss eben ein großes U draußen umherum spielen. Dass man wirklich zu weit hinten in den Wald wirft, habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen.
Es geht aber eben darum, den hier schön wie Christian so nah wie möglich an den Wald ranzulegen, um eben einen sehr guten Winkel für den zweiten Wurf zu haben. Weil sich da entscheidet, ob man gut attackieren kann oder eher nur vorlegen muss, weil der Korb am Ende nochmal in einer engen Schneise steht. Okay, Timon ist hier schon sehr nah an den Wand gekommen. Ja. Aber alle liegen noch offen. Genau, den Korb sieht man von dort gar nicht. Wow, schön durchgekommen. Oh ja. Würdest du sagen, das Play ist hier der hohe Heiser, oder? Definitiv, weil der Winkel besser ist. Wenn der Wurf zu flach ist, schafft man es nicht ganz bis zum Korb rein, weil selbst wenn du in den Eingang reinkommst, der Korb steht nochmal 10, 15 Meter in diesen Eingang rein. Und so wie Timon das gerade macht... Okay. Ob wir die Scheibe sehen. Ja. Ah, er hat es perfekt gemacht. Oh, ja. Ja, er ist gepackt. Genau, so will man das eigentlich machen. Dass man wie Tobi eben sogar zu lang liegt, ist fast ein Luxusproblem, würde ich sagen. Scheibe! Christian versucht sehr hoch. Ähnliches Ergebnis wie bei Timon, oder? Ja, ich glaube, er ist ein bisschen kurz, aber auf jeden Fall ein machbarer Putt. Karl ist hier, ja, definitiv zu eng, er ist jetzt im Rough. Oh ja, sieht nicht einfach aus. Nee, das Rough ist sehr eng. Auch hier ist wirklich wieder Distance Control der Schlüssel, weil man eben die Möglichkeit hat, wenn man zu lang oder zu kurz wirft, im Ball zu liegen. Und da macht man wirklich nichts draus, es kostet mindestens einen Wurf extra. Schade, Tobi. Tobias, boah, kein schlechter Run. Leider ein bisschen zu hoch. Genau, hier sehen wir jetzt den Christian. Wahrscheinlich Circle's Edge oder so, würde ich mal sagen. Ja, in etwa. Ja, man sieht hier leicht so eine blaue Markierung auf dem Boden. Also das waren 11-12, der war noch außerhalb von den 10 Metern. Okay. So, Karl ist für sein Paar, nachdem er das Rough besucht hat. Ja, starkes Paar. Ja. Gut gesaved. Genau, also ein Birdie kriegst du hier wirklich nur, wenn du dich mit zwei schönen Heiserwürfen als Rechtshänder belohnst. Aber auch ein Paar zu spielen ist okay. Man will halt auf keinen Fall Fehler machen an der Bahn, weil das kann kosten. Und ich würde sagen, das ist eine unnötige Bahn, um Fehler einzubauen. Ja. Würdest du sagen, das war eins der einfacheren Birdies oder wo würde die Bahn liegen? Puh. Wir haben meiner Meinung nach auch Statistiken, die ich gerade nicht so richtig parat habe. Das war Bahn 6. Mach du gerade mal Bahn 7, dann schaue ich mal in die Statistik. Okay, Bahn 7 haben wir nochmal eine Par 3, 115 Meter. Ja, es ist relativ offen, man kann entweder einen Turnover oder einen Sidearm werfen. Und am Green haben wir noch einen erhöhten Korb. Ja, ist nicht viel mehr dazu, einfach nur die Linie treffen. Genau. Natürlich, wenn man die Linie verfehlt, hat man noch Rough rechts und links, aber ja. Es geht zudem ganz leicht bergab, das sieht man auf Video vielleicht nicht ganz so. Spielt sich aber trotzdem nicht viel kürzer, also man muss trotzdem ziehen. Ich weiß auch nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie leicht länger war als im vorherigen Jahr. Und gerade wenn man die Rückhand wirft, will man ja nicht zu früh ausfaden, weil man dann in dem Gebüsch, was man hier auf der rechten Seite sieht, landen kann. Das ist sehr unschön. Ebenfalls will man nicht überturnen, weil man sonst früh hängen bleibt. Ich finde, das ist eigentlich auch ein Vorhandwurf, meiner Meinung nach. Ja, ja, wie gesagt, also wie es für mich aussieht, kann man beides werfen, aber ich würde wahrscheinlich auch eine Vorhand werfen. Ja, Christians Scheibe ist jetzt überturnt. Ja.
Während Timon hier seinen Approach macht, noch kurz zu Bahn 6. Die hat sich mit minus 6, Quatsch, mit 4,59 auf jeden Fall über dem Average gespielt. Ich glaube, das haben hier die meisten Bahnen. Okay. Das haben auch viele den Kurs als sehr anspruchsvoll bewertet. Was ich gut finde, ich finde ihn auch sehr anspruchsvoll, aber der geht in die richtige Richtung. Ich finde, Deutschland braucht mehr anspruchsvollere Kurse, auch mehr längere Kurse, auch wenn es vielen nicht gefällt. Aber im internationalen Vergleich sind deutsche Spieler ja eher schwächer unterwegs und anspruchsvollere Kurse helfen uns da selbst, uns mehr eine Challenge zu machen und uns zu verbessern. Ja, und auch generell, also ich finde, je mehr Abwechslung, desto besser. Also das heißt ja nicht, dass man nur das eine oder andere haben soll, sondern je mehr Abwechslung, desto besser. Von dem her finde ich es sehr gut. Definitiv. Ja, Carlos konnte leider seinen Birdie-Putt nicht verwandeln, aber nimmt das Paar mit, wie glaube ich alle anderen hier auch jetzt. Ja, zumindest Christian und Timon hatten auch ein Paar. Ja. Und auch Tobi nimmt sich das Paar mit. Ja, auch ein gefährliches Green, wieder mit dem erhöhten Korb. Gerade dadurch, dass es ganz leicht abschüssig ist, überlegt man sich da zweimal, ob man da drauf geht oder nicht. Während wir schon zu Bahn 8 kommen, eine Putt-Reihe mit 80 Metern und einem Mando im Wald, ist für alle Rechtshänder, wenn man es kann, ein Flex-Sidearm. Da ist es wichtig genug, die Scheibe anzustellen, damit sie durch ihren stabilen Fade am Ende wieder Richtung Korb abknicken kann. Ja, Timon hat, glaube ich, am Ende was getroffen. Ja, leider konnte man auf der Catchcam nichts sehen, aber ich meine, er hat am Ende was getroffen. Er ist aber noch ein Stück durchgekommen. Tobias kommt auch lucky durch. Hat vielleicht sogar noch einen Birdie-Look. Ja, jetzt mal schauen, was Carl ist. Hier macht. Ja, ein bisschen hoch. Sollte safe sein. Noch. Ja, wir werden es sehen. Also man sieht schon, die Bahn macht den Spielern Probleme, obwohl sie jetzt distanzmäßig nicht die längste ist. Man kann es auch so machen wie Christian. Einfach gerade rausziehen. Da muss man eben Scheibe noch mehr vertrauen, wenn man gar keinen Winkel in den Flug einbaut, da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man am Ende vorbeikommt. Ja, Timon hatte hier doch noch ein bisschen mit Mando zu kämpfen. Ich glaube, der versucht mit seiner Glitch jetzt Richtung Korb zu kommen. Ja. Ah, das war, ich glaube, da hat uns ein Clip gefehlt. Ich meine, das war Carlis. Und hier jetzt Tobias. Genau. Also Timo und jetzt für sein Paar aus 11 Metern ungefähr. Boah. Wow. Sehr starker Putt. Ja, auch die Bahn ist eine Bahn, wo man durchaus Fehler machen kann, gerade eben wenn man das Mando verfehlt und sich da ein schnelles Bogey holen kann. Was man aber wirklich nicht will, also genauso gut kann man hier eben das Birdie mitnehmen. Ja, also eigentlich ist es eine gute Bahn, wegen Score Separation sozusagen. Definitiv. Christian, ja, sauber, nimmt das Birdie mit, wie es sein soll. Genau, über ein Birdie freut man sich dann wirklich. Und was ich an der Bahn besonders gut finde, ist eben, dass sie mal einen anderen Wurf fordert. Wir haben jetzt schon viele Heiser gesehen. Und das war jetzt ein bisschen technisch anspruchsvollerer Wurf, der gefordert wurde, während wir zu Bahn 9 kommen. Paar 3, 90 Meter über einen Wassergraben für den größten Teil der Strecke, was vor allem eine mentale Challenge ist. Ich weiß nicht, Tom, wie sieht das für dich aus? Ja, also ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist eine Signature-Bahn auf dem Kurs mit dem Wasser? Definitiv. Auf jeden Fall habe ich
hier viele Videos von der Bahn gesehen. Definitiv, ja, sie sieht einfach sehr schön aus mit diesem Wassergraben. Man kann im Hintergrund dann schon leicht das Schloss, wo ja dann der Treffpunkt aller Spieler war, sehen. Ja. Ja, und wegen dem Mentalen, ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich nicht, zumindest wenn man sich nicht super sicher mit der Seilbahn fühlt, dann kann das auf jeden Fall mit dem Kopf ein bisschen spielen. Genau. Man sieht auch, alle Spieler versuchen relativ schnell übers Wasser zu kommen. Das eigentliche Play ist, wenn man das jetzt hier gut sehen kann, dieser etwas dickere, gräulichere Baum, der hier mit diesem Vogelhäuschen sehr dominant im Bild ist, an dem will man eigentlich mit dem Sidearm noch hinten dran vorbei. Da ist eine gute Schneise, die dann zum Korb führt. Ja, das haben unsere Spieler jetzt hier leider nicht ganz so gut hinbekommen, haben deswegen noch ein paar Bäumchen im Weg. Was man hier halt nicht will, ist im Wasser landen, ganz klar. Deswegen dürfte man eigentlich auch nicht zu hoch spielen, weil man sonst in den Ästen hängen bleibt und dann dadurch, dass die Äste noch übers Wasser ragen, schnell im Wasser landen kann. Das ist der Fehler, den man vermeiden will. Ja. Ja, mal gucken. Der Timon hier eine gute Chance geben kann fürs Birdie. Schade. Ja, auf jeden Fall ein ganz schlechter Run. So, man sieht jetzt bei Christians Putt, es sind schon noch ein paar Meter vom Wasser bis zum Korb und er erwischt diesen kleinen Baum. Ich glaube, der hätte aber nie eine Chance gehabt, selbst ohne Baum. Ja. Ja, aber sowas ärgert man sich natürlich immer. Alles ist ja ein bisschen unnötig. Und es kostet ihn auch direkt Würfe. Das wird leider ein Bogey für den Christian. Ich glaube, da darf ich sagen, dass das ein bisschen unnötig war und ihn wahrscheinlich auch zu Recht ein bisschen geärgert hat. Während Tobi hier ganz knapp die Scheibe im Korb versenkt. Ja, vielleicht hat die Bahn doch irgendwas Mentales, wie du gesagt hast. Ja, sie leitet auch so ein... Sie leitet auch einen sehr schwierigen Stretch ein. Die nächsten Bahnen, die kommen, die fordern alle sowohl technisch, spielerisch als auch mental. Und das weiß man im Kopf schon. Deswegen steigt die Anspannung da schon so ein bisschen. Okay. Und während... Interessante Bemerkung. Ja gut, das war schon die Front 9, ne? Das war schon die Front 9. Ging schnell dieses Mal. Wir schauen mal auf die Scores nach der Front 9. Timon ist noch mit einem Wurf vorne. Nachfolgend kommen Carlis, Max Schulze und Tobi Voss. Ich glaube, das ist der Chase Card, ne? Genau. Also Christian auf minus 7, noch 3 Würfe hinten dran. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns auf der Back 9. Genau. Bis gleich. Tschüss. Bis dann.